Habe gerade dein 2 Jahre altes V-Ideo zum Thema P-Sternchen-RN gesehen und fänd es einfach so nice, mal mit dir über solche Themen zu philosophieren. Wollte in dem Sinne mal fragen, was deine Meinung bezüglich NoFap ist. Kuss geht raus. Spannendes Thema. Ja, komm, kann man eigentlich offen ansprechen. Also prinzipiell, ich glaube, einfach um so Sachen wie Selbstbeherrschung zu trainieren, so, ja klar, why not? Bloß eine Sache, was mich immer extrem nervt in dieser Zeit, also es gibt ja hier diesen, wie heißt der, NoFap November oder so. Das fände ich auch voll in Ordnung, wenn Leute das einfach für sich machen. Was mich daran aber todesabfuckt ist, dass im gesamten November ganz Twitter und der komplette Livestream-Chat gefühlt damit vollgespammt wird. Und das geht mir halt voll auf den Sack, so, no, not November, ich weiß es nicht. Genau. Du streamst, erstes Thema, irgendjemand spricht dich drauf an, dass du dich nicht mehr selbst befriedigen darfst. Du gehst auf Twitter, überall nur Hashtags, dass du dich nicht mehr selbst befriedigen darfst. So. Ich denke mir einfach so, haltet doch einfach eure Schnauze so. Du macht es, ist auch gut, so ihr übt bestimmt irgendwie Selbstbeherrschung oder so. Aber ich habe keine Lust, dauernd, dass das gesamte Jahr über mit dem Thema Selbstbefriedigung konfrontiert zu werden. So, oder den ganzen Monat in dem Fall so. Das fuckt mich ein bisschen ab. So, ansonsten, ich habe selber noch nie gemacht. Ich weiß auch nicht, ob das was bringt oder nicht. Prinzipiell trainiert das mit Sicherheit in irgendeiner Weise Selbstbeherrschung. Was ich immer gut finde, habe auch nicht vor, es zu tun. Dieser Hype, der und was heißt Hype, aber es ist sehr schlimm. Ich weiß nicht, letztes oder vorletztes Jahr, da war gefühlt wirklich jeder Livestream-Chat mindestens 5-mal die Frage, oh, heute ist jetzt ist No-Nut-November. Hübi, du darfst jetzt nicht diesen Charakter in dem Videospiel anschauen, der minimal sexualisiert dargestellt wird. Und das halt quasi dieses permanent vorherrschende Thema Selbstbefriedigung ist, finde ich ultra unangenehm. Selbstbefriedigung ist kein Thema, was in meinem Schädel irgendwie unter darüber will ich mehr erfahren abgestempelt wurde. So. Wisst ihr, was ich meine? Jeder Mensch macht's und es ist gut, weil man hat seine Hormone und seine Triebe. Aber das ist jetzt nichts, worüber ich jetzt irgendwie großartig weiter noch öffentlich diskutieren möchte.